Moin, moin. So, wir befinden uns hier in einem Vereinslee von mir und Thomas Schlageta vom Echolot-Zentrum war so nett, mir einen Produkttest zu ermöglichen. Ich habe hier den neuen Elektromotor E-Propulsion Spirit 1.0. Ich habe ihn noch nie angebaut, auch noch nie zusammengebaut. Ich werde jetzt einfach mal probieren, ihn bei mir am Boot zu befestigen und dann sehen wir uns gleich auf dem Wasser. Das passt ja schon mal gut. Da lässt sich wie mein Minn Kota einfach anschrauben. Dass es mittig ist. Das sieht ganz gut aus. Oh, fühlt sich sehr stabiler beim Anschrauben, besser als das Aluminium. Ja, das gibt nicht so nach wie beim Minn Kota, wie bei dem Traxxas 55 Lips, den ich aktuell habe, wo das ein guter Motor ist. Der ist schön leise und auf die Lautstärke, da bin ich richtig gespannt. So, das ist der Akku. Das ist natürlich geil. Das wiegt nichts. Das gehört irgendwie so. War schon? Das war ja einfach. Sieht so aus. Stecker. Ich habe zu Hause die Batterie noch einmal durchgeladen, hatte sie oben stehen. Und ja, sieht so aus, als wenn es das schon gewesen wäre. Insgesamt lässt sich das echt gut transportieren. Ne? Also die große Batterie, das ist schon. Also sich die große Batterie zu sparen, ist schon. So, ich schleppe mittlerweile eine halbe Stunde, immer so bei 2 km/h, 2,5 km/h. Und ja, ich muss sagen, ich bin echt begeistert von dem Motor. Er macht das, was er soll, das ist klar. Aber er läuft dazu noch ruhig. Und er scheint überhaupt keine Probleme damit zu haben, mein großes Boot zu ziehen. Also mein Boot ist 5,50 m mal 2,20 m. Für unsere Baggerseen vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber ich hatte mir das gebaut, um auch darauf schlafen zu können und suche dafür einen Motor, womit ich dann auch mal vielleicht einen schnellen Stellenwechsel betreiben kann. Und ja, ich muss sagen, er wird richtig schnell. Wir werden gleich mal einen Test machen. Oh, jetzt sieht man ganz schön dicke Fische hier auf dem Echolot. Sieht man das? Ich hoffe, man kann es erkennen.
So, wie man sieht, ich sitze schon wieder im Auto. Ich bin auch schon zu Hause angekommen. Zeit für ein kleines Fazit. Also ich muss sagen, mir hat der Motor richtig, richtig gut gefallen. Wir waren jetzt bis 16 Uhr auf dem See. Also ich habe gute 6 Stunden, sogar noch eigentlich noch länger, den Motor bewegt. Schleppen gewesen, hin und her gefahren. Natürlich auch ein bisschen was ausprobiert, einfach ein bisschen. Das werdet ihr alles ja im Video sehen oder habt ihr alles schon im Video gesehen. Und ich bin echt begeistert von der Lautstärke. Er hat richtig, richtig viel Dampf, wesentlich mehr als mein Minn Kota Traxxas 55 Lips. Also spürbar mehr Leistung. Super sparsam. Der Akku ist jetzt immer noch halb voll, knapp halb voll. Ich hätte also noch gut 5 Stunden oder noch länger so weitermachen können. Hält also quasi wirklich für einen ganzen Tag. Obwohl wir so mit 2,5 bis 3 km geschleppt haben. Zwischenzeitlich mal echt schnell gefahren. 7,2, 7,3 km waren Spitze bei meinem, ja, 5,50 Meter Boot mal 2,20 Meter, wie ihr im Video gesehen habt. Also schon ein großes Boot mit 2 Personen. Ist auf jeden Fall sehr in Ordnung. Und bei dem leichten Gewicht, der Akku, der lässt sich so einfach transportieren. Das habt ihr ja auch in den Bildern sicherlich gesehen, wie einfach, ja, wie leicht das ganze Gerät nur ist. Also alles in allem eine coole Sache und eventuell hole ich mir so ein Teil.